der Schweiz nach Norden gewandert sind und jetzt gibt es auch bei uns ganz, ganz viele Guggenmusiker. Und da jetzt aber Hexe von einem besonderen Zuschnitt. Ja, die kommen da aus Alt-Rauchburg, das sind die Burghexer. Auch hier der Narrensaumer dabei. Ohne Maske natürlich und sogar im Kinderwägele. Faset ist einem in die Wiege gelegt. Unbedingt, unbedingt. Und die schlafen, das die schlafen ist gerecht. Stört gell? Das überhaupt nicht. Ja. Das ist immer wieder auch so eine Frage, ja, sind das keine Schreckbilder für die Kinder, wenn die solche Masken schon in allerfrühester Kindheit sehen müssen, sind das nicht traumatische Erfahrungen, die eins Leben lang prägen? Ganz sicher nicht, denn von der Harmlosigkeit dieser Masken und vor allem derer, die dahinter stecken, können sich auch die kleinen Kinder schon überzeugen. Und das ist das Schöne, dass man halt von Kindesbeinen an dabei ist, hineinwachsen muss. Und ja, ja. Ich denke, es kommt auch immer darauf an, wie man das den Kindern näher bringt. Ich meine, wenn man jetzt so auf die Kinder, wenn die Kinder so auf die Umzüge dabei sind, dann wird sie so gewöhnt. Und wenn man es andersrum denen auch zeigt, guck mal her, ich setze mir jetzt eine Maske auf, na, so sieht es aus. Oder so sehe ich dann mit Maske aus, dann gewöhnen sich die Kinder sicher auch besser dran. Da kann man ja fast auch ein bisschen philosophieren, weil Masken ist etwas, das begleitet uns durch unser ganzes Leben. Und wenn wir uns mal so an die eigene Brust fassen, an die eigene Brust klopfen, so, dann merken wir ja, dass man eigentlich auch im Alltag Maske tragen. Unbedingt. Unbedingt. Und jetzt haben wir, glaube ich, wieder Anrufer, Gerd. Jawohl, und zwar einen Anruf aus Berg bei Ehingen. Wen haben wir denn in der Leitung? Hallo, der Jonas Brenner. Der Jonas Brenner. Und wie alt bist du denn, Jonas? 11 Jahre. Ist doch ganz toll. Und was dürfen wir dir denn erklären? Was interessiert dich? Mir war die Frage, was hat es mit den Brezeln in der Fasnacht auf sich? Du meinst die, wo man da so verteilt bei den Narrenumzügen? Ja, ich glaube, da kann der Werner bestimmt was dazu sagen. Warum werden Brezeln verteilt? Jonas, das ist, wie wir es immer in der Wissenschaft sagen müssen, alles noch viel komplizierter, als man denkt. Eigentlich, Jonas, dürfen wir Brezeln in der Fasnacht gar nicht essen, weil das ein typisches Fastengebäck ist. Die Brezel, das kommt vom lateinischen Bracellum, das sind die verschränkten Arme. Daher kommt auch der Name. Und heute wird sie halt auch in der Fasnacht ausgerufen. Und Sonja hat jetzt aber jemanden bei sich ohne Brezel. Aber auch wieder eine hübsche junge Dame, die Annalena. Und die Annalena ist ein Galeiengeist aus Etterkirch. Was ist denn das? Also das sind schwedische Soldaten, die Bauern immer Sachen geklaut haben. Ja. Und dann sind die Bauern sauer geworden und haben sich an denen gerecht, indem sie mit Dreschflegel geschlagen haben, bis sie gestorben sind. Und jetzt laufet ihr praktisch als deren Geist umeinander. Ja. Und die Annalena hat doch das jetzt super gut gemacht. Es gibt selten einen Narrensamen, der aus seiner eigenen Geschichte weiß. Wie lange bist du schon dabei, Annalena? Weiß ich nicht. Also schon ewig und 3 Tage. Wieder Werner, guck, der ist auch schon ewig dabei. So ist es. Wunderbar. So, dann haben wir den Jonas noch in der Leitung. Ja. Ja, Jonas, wie ist das Wetter bei dir in Berg bei Ehingen? Nicht so gut? Aha. Und du bist jetzt Fernsehen gucken und bist noch nicht draußen an der frischen Luft heute? Nö, aber vielleicht nachher noch ein bisschen. Wunderbar. Sind denn deine Eltern auch in der Nähe oder bist du allein daheim? Mein Vater ist daheim. Der Papa ist daheim und ihr schaut miteinander das Narrentreffen in Leutkirch an. Ja. Ganz toll. Lieber Jonas, ganz herzlichen Dank und einen Gruß auch an den Papa. Und noch einen ganz schönen Mittag und nach der Ferien gehen wir noch ein bisschen hinaus an die Luft, gell? Ja. Alles klar, danke und ade. Ade. So, nächste Frage kommt aus Villingen, lieber Werner. Und die geht natürlich direkt dir ins Herz vom Franz Winters. Er hat gehört, bin ich mal gespannt, ob das stimmt, dass die Rottweiler Narren ihr Häs abends um 18 Uhr daheim abgeben müssten. Und wie sie das denn gemacht haben am letzten Wochenende beim Nachtumzug in Überlingen beim Vierertreffen. Stimmt das Gerücht mit 18 Uhr? Das hat natürlich jetzt ein Villinger gefragt. Die Villinger, die gingen ja zu gar keine Narrentreffen. Aber die Rottweiler, die Elzacher, die Oberndorfer und die Überlinger, die haben sich als Viererbund zusammengeschlossen. Und es ist richtig, dass in Rottweil, wenn in Rottweil selber Fasnacht ist, das Narrenkleid ablegen muss mit dem Bettzeitleute, also wenn es zur Gebetzeit läutet, dann ist kein Narr mehr im Narrenkleid auf der Straße. Aber das lässt sich natürlich beim Narrentreffen, wenn es jetzt in Überlingen stattfindet, so nicht einhalten. Da sind die Grenzen nicht so streng gezogen, weil die Elzacher Narren ja Nachtnarren sind, dürfen Rottweiler dann dort auch ein bisschen länger auf der Straße bleiben. Und das wäre natürlich jetzt auch nochmal der Hinweis auf heute Abend. Gucken Sie den Treffpunkt an, da können Sie sehr viel Spaß dabei. Also, lieber Herr Winters in Villingen, auch in
in Rottweil, in der strengen Stadt Rottweil, wo die, glaube ich, die strengsten Narren- und Fastnachtsregler gelten, gibt es Ausnahmen von den Regeln. Und zwischendurch, lieber Moser, wen sehen wir denn gerade im Bild, bevor wir, nicht, dass wir die vergessen, die im Zug laufen? Ja, das sind die Burgnarren aus Waldburg. Aus Waldburg, einer nicht ganz unbekannten Stadt hier in Oberschwaben. Genau, die Waldburg ist ja das Wahrzeichen Oberschwabens. Ne? Genau, und in Oberschwaben war ja auch das Narrentreffen am vergangenen Sonntag. Jetzt geht mir aber gleich zur Sonja runter. Hallo. Ja, kaum redet ihr von den Narren, habe ich schon einen im Arm. Wisst ihr, weil ich reagiere Ich reagiere. Also das ist ein Burgnarr. Und das ist nicht nur irgendein Burgnarr, sondern das ist der jüngste Zunftmeister. Zumindest einmal von der Zunft und womöglich vom ganzen alemannischen Narrenring. Der ist nämlich gutzige 21 Jahre jung. Genau, und am kumpige Donnerstag war ich 22. Also ein wirklich richtiger Narr. Also das muss man wirklich sagen. Also das muss man, aber er hat nicht nur am kumpige Donnerstag Geburtstag, sondern er hat auch Schuhe, eine Schuhgröße, guck mal dann unter. Da wird es einem ist das Größe 48? 47. 47. Dann haben wir kleiner wie ein Geigerkästchen. Kann man da in den Schuhen laufen? Ja, klar. Da hat man einen guten Stand, gell? Man muss ja auch ganz hoch springen können. Also dann zeig mal, wie du springen kannst. Komm. Narren leben auf großem Fuß und machen da manchmal große Sprünge. Ganz wunderbar. Also, lieber Michael Weinmann, ihr habt wirklich sehr junge Zunftmeister. Mit 22 Jahren, da bin ich schon baff, muss ich sagen. Ja, das ist richtig. Ist natürlich auch toll, wenn einer schon mit so jungen Jahren so eine Verantwortung übernimmt nachher. Ne? Also, ist nicht ganz einfach, so eine Zunft zu führen. Wir sind in Waldburg und von Waldburg nach Weingarten ist ja nur ein Katzensprung sozusagen. Und wir haben eine Frage bekommen per E-Mail von Michael Jungitsch und der Jasmin Hausmann. Denn die haben am vergangenen Sonntag unseren Umzug gesehen in Weingarten und wollten wissen, wo man die tollen SWR-Schals »Wir sind dabei« bekommen kann oder bestellen. Also, soviel ich weiß, gibt es die im SWR-Shop. Wenn nicht jetzt, dann in Kürze. Wenn der Gerhard mal geschwind, genau, Kamera ist da. Ich zeige nochmal, wir sind dabei. Aber, liebe Zuschauer, jetzt muss ich nochmal gucken, Frau Jungitsch und Frau Hausmann, Sie könnten jetzt auch einen gewinnen von diesen Wir sind dabei, Schals, wenn Sie unsere nächste Rätselfrage beantworten. Und zwar wäre dieses, wenn Sie treue Zuschauer sind, wir sind ja diverse Sonntage unterwegs, jetzt möchten wir gerne wissen, wo sind wir denn am kommenden Sonntag und an den übernächsten Sonntag unterwegs. Wo übertragen wir am kommenden Wochenende und am Wochenende drauf? Wie heißen die Orte? Und Sie rufen uns wieder an, bitte unter 085 929 507 oder ein E-Mail unter narrentreffen@swr.de. Und wie gesagt, es gibt 10 SWR-Schals zu gewinnen. Und jetzt hat die Sonja wieder jemand an der Strippe. Der Bockelitz. Es bockelt im wahrsten Sinne des Wortes. Hier habe ich eine Geißenhüterin. Und das ist die Petra. Sag mal, Petra, die zwei Geißler. Ja. Was tust denn die immer futtern? Ja, mit Guzzeln. Ich wollte gerade sagen, mit Zickerl, ja, mit Zuckerli, oder? Ja, ich habe einen ganzen Korb da voll mit Zuckerli. Und dann funktionieren die ja. Ja, die folgen schon. Ja, doch. Wo sind sie denn? Guck mal, da ist der eine. Guck, ganz brav und lieb. Und das andere ist der Hummer. Und jetzt halten wir da oben sogar auf und es ist ja entsetzlich. Aber ein kleiner Hinweis, Petra, danke und eine glückselige Phase. Kleiner Hinweis zur Frage, es ist alles im gleichen Gäu in diesem Jahr. Und für unsere Zuschauer im Rheinland, vor allem bei Köln, muss man noch dazu sagen, was bei Ihnen Kamelle ist, ist bei uns ein Guzzle. Ja, wir sind international, das sind die Spelterschrenzer, eine Guggermusik aus Österreich, aus Feldkirch. Auch ein ganz tolles Häs Afrika als Motto. Und das Publikum, habe ich das Gefühl, nimmt nicht ab, sondern nimmt eher zu.
Und das spricht natürlich für die Qualität dieses Umzugs, denn es ist natürlich nicht ganz so warm und die Sonne, was für unsere Kameras gut ist, zieht sich jetzt auch ein bisschen aus der Umzugsstraße zurück. Deswegen wird es jetzt noch kühler am Straßenrand. Das lässt aber die Leute nicht erschrecken, ganz im Gegenteil. Sie haben sich etabliert und wissen ja auch, dass noch viel, viel Interessantes kommt und da lohnt sich zu bleiben, wie zum Beispiel auch die Narrenzunft Burgrieden. Ja, da sind wir jetzt die Riffelweible. Auch die haben ihren Narrensamen dabei. Aus Burgrieden, das in der Nähe von Laubheim liegt. Und während wir Burgrieden sehen, hören wir, dass eine Gewinnerin in der Leitung sei. Stimmt's? So ist es. Wer ist denn am Telefon, bitte? Hallo. Petra Meier. Frau Meier, Sie rufen von wo aus an? Aus Salem. Petra Meier aus Salem. Wir wollten wissen, wo kommen unsere nächsten beiden Übertragungen her? Kommender Sonntag und übernächster Sonntag? Bermatingen und dann in Meßkirch. Wunderbar. Sind Sie denn ein treuer Zuschauer unserer Sendungen? Ja, natürlich. Ach, das ist toll. Das freut uns. Wie ist das Wetter bei Ihnen in Salem, wenn ich fragen darf? Sonne scheint. Die Sonne scheint? Mhm. Und Sie haben sich daheim gemütlich gemacht, schaut Fernsehen ein bisschen in der Wärme? Ja, genau. Wir machen hier so großzügige Wetterabfragen. Ja, wir wollen Herr ja wissen. Herr Kachelmann kriegt Konkurrenz. Herr Kachelmann kriegt Konkurrenz. Frau Meier, ist der Schal für Sie oder für die Kinder, für die Familie? Wer trägt ihn denn dann, wenn Sie den Schal haben? Das werden wir dann sehen. Also kann der auch für Sie selber sein? Genau. Wunderbar. Liebe Frau Meier, ganz herzlichen Dank. Ein Schal ist an Sie quasi schon unterwegs. Und die weiteren 9 Schals verlosen wir unter den anderen Anrufern und E-Mails, die wir bekommen haben. Ganz herzlichen Dank. Bis zu unserer nächsten Mal Rätselrunde und liebe Grüße nach Salem an die Familie Meier. Ade. Ade. Und das sind die Salamale. Die Salamale, die sind schwarz und auch in weiß gebissen. Das ist ein Haldegeust. Gehören auch noch beide Masken zu Burgrieden dazu. Und Sonja, wen hast du dir angelacht? Oh, ich habe mir, bevor man jetzt dahinter die Schalmeier hört, habe ich mir jetzt den neuen Zunftrat von der Schwarzfähre-Zunft, da spricht man das R nicht, sondern lieber 2a, Schwarzfähre-Zunft aus Ravensburg, ja, da spricht man auch kein, habe ich mir geangelt, der Rolf Fischer. Ja, sag genau. Mal, Rolf, du bist nicht nur neuer Zunftrat, sondern du kannst auch schnitzen. Ja, genau, ich mache auch Faselsmasken, so wie viele Schnitzer hier im Kreis. Und auch von mir kommen sehr, sehr viele Masken. Aha, und welche Maske machst du jetzt bei euch in der eigenen Zunft? In der eigenen Zunft, wenn einmal noch der Mann ist, mache ich Masken, aber hauptsächlich mache ich bei uns den Ehrenzunftmeister Otto Lutz. Und wie ist das, wenn man Zunftrat ist und Zunftmeister? Schon so ein Geschäft, oder? Ja klar, ich bin von ganz, ganz klein Zunftrat auch geworden, habe viele Stunden schon mitgemacht und es ist einfach traumhaft in so einer großen Zunft. Du, aber weißt du, bei dir gibt es so viele Hexer und mein Chef im Treffpunkt, der hockt ja da drin in dem Postamentli beim Werner und beim Moser, der Gerd Mutzkus, der hat sich ja mit einer von deinen Hexen angelegt vor 2 Abend. Weißt du das? Ja, aber das ist sehr, sehr gefährlich, mit denen anzulegen, weil da kommt eine unwahrscheinliche Rückkehr nachher. Allerdings, und da sollte er jetzt vielleicht sich einfach einmal ein wenig ducken, Gärtli. Ja, genau. Also, ich sage jetzt mal was dazu für die Zuschauer. Ich habe mal die Hexe, meine Lieblings-Schwarzfähre, wie wir in Ravensburg sagen. Heißt ja Schwarzer Fähre, aber wir Ravensburger sagen Schwarzfähre. Und ich muss jetzt einfach Abbitte leisten. Ich habe mich doch tatsächlich erdreistet, am Freitagabend im Rahmen der Hexenrauhnacht diesen Besen, also nicht diesen da, sondern den Hexenbesen vom Baum wegzunehmen, in die Hand zu nehmen und damit rumzufuchteln. Und diese Schwarzfähre-Hexe ist furchtbar böse geworden und wäre mir beinahe an, ich weiß nicht welchen Kragen, aber wie gesagt, ich leiste Abbitte, ich werde nie wieder einer Schwarzfähre-Hex an der Besen greifen und aus Sonnenschwona. Also alle Schwarzfähre-Hexen, nie wieder mache ich sowas. Wir Ravensburger unter uns. Also, Kolbe hoch. Es Ferium müsst ihr antworten. Das ist wieder Ruf vom Schwarzfähre. Kolbe hoch. Ferio. Und steht geschrieben, du kannst lesen, greif nie eure Hexe an den Besen. Das schreibe ich mir jetzt nicht nur hinter die Ohren, sondern bepp mir das auch über den Schreibtisch. Und dass unser Gerd Mutzkus jetzt natürlich aufblüht, ist klar, wir haben ja da normale Rolleverteilung. Er ist mehr für Call-in zuständig, wir zwei den eher ein bisschen erklären. Aber jetzt darf er schon auch erklären, denn jetzt blüht sein Herz auf Ravensburger. Er ist doch selber Ravensburger. Oder Oberzeller, das ist ja fast ein Ravensburger. Ja, das kann man so sagen. Oberzell ist auch einer dieser eingemeindeten Orte wie hier, was der Moser vorher gesagt hat in Leutkirch. Wir sind zu Ravensburg dazugekommen 1972 bei der Gemeindereform.
Und es hat sich dort übrigens im Örtle auch eine schöne Phasen entwickelt. Und es gibt auch wieder Musik da unten von den Ravensburger. Und den hören wir jetzt, glaube ich, erstmal wieder zu. Jetzt im Bild seht, das sind übrigens die Ölschwang-Papierkradler aus Ravensburg. Bei Ravensburg freue ich mich natürlich insofern immer, weil ich nämlich ein gebürtiger Ravensburger bin. Haben die auch noch nicht gewiss, gell? Ja. Da bin ich als Rottweiler die einzige Ausnahme. Ich bin jetzt eine Zweidrittel-Minderheit sozusagen. Hast du Pech gehabt, ne? Ja, ein Drittel-Minderheit, genau gesagt. So, und da fliegt wieder das Konfetti und auch die Papierkradler haben ihre Streckschere dabei, wo sie den Zuschauern immer die Hüte und Mütze vom Kopf klaut. Wenn da nicht aufpasst, zack, und schon hängt sie an der Schere drin. Und die Papierkradler, das geht ja auch zurück auf Papierherstellung, die es in Ravensburg gegeben hat. Das ist ja wichtig. Und das sind nochmal die heißgeliebten Hexen, Gerd, gell? Die Hexenliese vom Pfannenstiel. Das ist die Hexenliese vom Pfannenstiel. Und wie gesagt, nochmal, liebe Schwarzferihexe, kommt nicht zu mir nach Oberzell und brechen mir das Haus ab. Ich habe es geschworen, ich werde nie wieder ein Hexenbesen unerlaubterweise in meine Pfoten, in meine Hände nehmen. Das verspreche ich als Ravensburger an alle Schwarzferihexe. Und während der Narresamer und die Schwarzferihexe zu sehen sind, die Hexenliesen und Pfannenstiel, muss man vielleicht auch noch kurz den Zunftnamen erklären. Schwarzfähre, das ist der schwarze Fähre, der schwarze Xaver, und das ist letztlich derjenige, der das ganze Oberland, das schwäbische Oberland, unsicher gemacht hat. Es hat ja viele Räuberbanden gegeben. Die berüchtigste war die vom Franz Xaver Hohenleitner. Irgendwann nach vielen, heute müssen wir sagen, kleinkriminellen Überfällen, bei denen auch Menschen zu Schaden gekommen sind, ist er dann gefasst und inhaftiert worden. Und wahrscheinlich ist er deswegen so berühmt worden, weil er ein fulminantes Ende gefunden hat. Er war nämlich in Biberach im Turm eingesperrt. Und dort an einem Juli-Tag hat es ein schweres Gewitter gehabt. Das Gewitter hat in den Turm eingeschlagen und der schwarze Fähre ist vom Blitz erschlagen worden. Sonja, die heutige Hexe sind nicht mehr so tragisch. Nein, das ist ganz nett. Vor allem, leider gibt es ja kein Geruchsfernsehen. Warte mal, guck mal, jetzt muss ich natürlich auch einmal dein Zopf da reindrücken. Komm mal mit, du Hexle. Guck, da riecht er das. Das riecht wunderbar nach Pfefferminzöl. Und jetzt sieht es auch so aus. Ravensburg, die Stadt der vielen Türme. Es ist, wenn Sie diese Gegend, liebe Zuschauer, von weiter weg nicht so gut kennen, es wirklich wert, mal die Städte nördlich des Bodensees, im schwäbischen Oberland, wie es so schön heißt, und im württembergischen und natürlich auch im bayerischen Allgäu zu sehen. Das sind oft auch Städte. Ravensburg ist natürlich eine bekannte und bedeutende Stadt, ein reicher, bedeutender Handelsplatz im Mittelalter gewesen. Aber auch andere, kleinere Städte sind es wirklich wert, besucht zu werden. Gerade auch zum Beispiel Leutkirch oder Wangen und viele andere. Also hier mal Urlaub zu machen, das lohnt sich, und sich all die Schönheiten hier anzugucken. Da sehen wir noch die letzten Hexenlieseln aus Ravensburg. Und die nächste Narrenzunft ist die Narrenzunft Hartwieble aus Neufrach. Die haben auch schon vor Jahren mal ein Ringtreffen veranstaltet. Und hier sieht man dieses Hartwieble, eine Gräfin, die dort großzügig Ländereien verteilt hat. Und dann haben sie nichts mehr gehabt und die Kinder haben in Armut leben müssen. Und darum hat mir sie zur Strafe in den Wald verbannt. Und jetzt bahnt sich aber mit der Sonja irgendetwas an. Das sieht wieder so nach Zimmerleuten aus, oder? Ja, wo gehobelt wird, fallen Späne, oder? Da geht die Post ab.
Sonja, im Riesenhobel. Oh, im Riesenhobel, ja. Also ihr könnt euch sagen, wo wir ein wenig weghobeln können. Da an die Hüfte und da ein bisschen am Beichle. Ja, das wäre recht. Also da oben könnt ihr das lassen, das wäre gerade okay. Gell? Wunderbar. Moment, was passiert jetzt? Eine Baumwolle, noch etwas zum Trinken, also anständige Zimmerleute. Wunderbar, danke schön. Sonja in allen Lebenslagen. Das ist der Kluvermichel aus Neufrach. Jetzt hänge ich gerade, die ihre Kästchen dabei haben, mit denen es immer klappert. Bei denen heißt es nämlich, die haben den eigenen Nachruf. Manche Gruppen haben das und bei denen heißt es immer Kluvermichel, klapp, klapp, klapp. Und er hängt natürlich überhaupt nicht, sondern er weiß das alles ganz perfekt. Und ich staune rund um den Klufermichel. Moser, das ist ja eigentlich ein Pedant. So ganz, ganz genau nimmt. Ein Klufermichel, eigentlich einer der Klufen, der Sicherheitsnadel verkauft. Genau, das sind Klufermichel mit der Sicherheitsnadel. Pedant, ja? Genau. Disney. Und wenn sie spielen, ist alles andere als eine Katastrophe. Ja, ja, unbedingt. Also ganz tolle Musiker. Und jetzt kommen wieder gar schauerliche Masker. Das sind die Brühlhunde aus Schemmerberg. Liegt nördlich von Biberach bei Schemmerhofer. Auch eine ganz schaurige Maske, wenn man das anguckt. Das geht natürlich auch wieder auf eine Lokalsage zurück, dass der Brühlhund nachts umgeht und solche, die auf der Straße sind, noch zu Zeiten, wo man eigentlich im Haus sein müsste, die werden von dem unter Umständen in Angst und Schrecken versetzt. Das sind ja oft auch Sagen gewesen, mit denen man Kinder diszipliniert hat. Ja, da hat man einfach gesagt, sie müssen rechtzeitig heimgegangen, bevor es dunkel wird. Und dann hat man ihnen vorgegaukelt, dass, wenn sie das nicht tun, ihnen möglicherweise solche Schreckfiguren begegnet. Heute bedient man sich Gott sei Dank anderer Formen der Pädagogik und jetzt sind diese Figuren in Fasnacht gefunden. Und da sieht man ja schon mal die populäre Fantasie, was die alles hervorbringt. Ja, ist schon erstaunlich, was die also wirklich für Masken da hervorbringen und zaubern und schnitzen. Aber ganz toll ist einfach auch, was ihr in Leutkirch hervorbringt. Das ist ganz enorm, diese gastfreundliche Stadt und was ihr euch in alles einfallen lasse. Und vor allem, während wir uns ja solide auf den heutigen Tag vorbereiten können, bist ja du sozusagen nonstop im Dienst. Wie war denn dein Abend gestern, Moser? Ja, gut, anstrengend. Ja, sicherlich. Es ging ja schon in der Früh los mit Narrenmarkt, Narrenbütteltreffer und hat sich dann den ganzen Tag hingezogen bis abends zum Ehrengastempfang, der in der Festhalle war, wo dann Ehrengäste waren. 1000 Verpflichtungen und auch noch bei uns vorbeigucken und kommentieren. Alle Achtung. Ein guter hält's aus, heißt immer. Und das ist jetzt eine Zellerschwarze Katz, die zur Narrenzunft Zellerschwarze Katz aus Eberhard Zell gehört. Tierfiguren sind immer wieder besonders beliebt und Sonja hat jetzt, glaube ich, irgendjemand aus dem Publikum mal aufgelesen. Irgendjemand, Werner, du sollst doch wissen, wenn man ein eigenes Kind hat, dass das Kinder sind. Dein Magdalenele wird doch jetzt gerade mal 5 in anderthalb Wochen. So jetzt ist es. Das ist der Philipp, der Fabian und der Niklas. Und diese drei, die springen da umeinander wie verrückt und machen also diesen ganzen Narren immer Angst. Ja, sag mal, hast du denn gar keine Angst, Niklas, vor den Narren mit den Wüstemasken? Nette. Warum nicht? Nein? Habt ihr keine Angst? Nö. Warum? Weil es nur Masken sind. Aha.
Der Philipp ist ein Kenner, bist du selber auch Narr? Ja. Als was läufst du denn heute, als schwarz gekleideter? Nein, ich lauf nicht. Ich lauf Sonnenschein als Auledorfer Hexe. Du läufst als Aule, ja, dann ist klar, dann ist ja alles gewöhnt als Auledorfer Hexe. Du auch und du auch. Ihr seid mir so Väter. Er nicht, aber ihr, ist ja wunderbar. Und das Mädchen, das gehört nicht zur Familie. Ich hab schon gefragt, ob das Schwester ist. Neu. Wir sind vier. Ihr seid vier? Ja, Wahnsinn. Also, dann wünsche ich euch noch glückselige Fasnacht. Jetzt sehen wir, was heute eigentlich gar nicht so häufig war, Weißnarren. Eigentlich ja, so klassische Narrenfiguren mit weißen Leinengewändern, die bemalt sind. Und das sind, wenn ich es richtig sehe, die Zellerhansel, gell? Das ist die Hanselgilde aus Eberharzell, ja. Max und Moritz vorne drauf, die Bemalungen. Und die Fuchsschwänze, die in diesem Fall beim unverlaufenden Kind auch schon sind. Der Fuchsschwanz ist ja auch das klassische Fasnacht-Symbol und wird von vielen Narren getragen, sei es am Kopfstück hängend oder so als Saum rund um die Larve und als Begrenzung und dann ganz bestimmte Motive, die, glaube ich, bei den Zeller Hansel festgelegt sind, gell? Ja, das sind sie. Das sind von zwei Ortsoriginalen, vom Stroppel und vom Klausen, diese Motive her. Mhm. Alle handbemalt auf das Hellstorf, ist auch eine Riesenarbeit, das immer zu machen. Eigentlich kommen ja diese Figuren aus der Commedia dell'arte und die eigentliche Heimat der Weißnarren ist mehr so die Bar und dort, wo die Donau einspringt. Und wahrscheinlich sind sie dort nahe gekommen von Oberitalien. Mhm. Und jetzt wird schon wieder weiblicher. Hexe sind das keine, gell? Nein, das sind die Holzwürmer aus Ampfelbronn. Genau. Das ist ein Teilort von Eberharzell. Auch ein Ortsoriginal. Mit einer barock gekräuselten Larve. Und die Sonja hat jemand. Die Sonja hat jemanden. Hier neben sich sitzen einen riesengroßen Fan, hat er mir gerade gesagt. Ja, ja. Und er ist aber nicht unbedingt direkt aus Leutkirch. Ja, ich bin aus Leutkirch. Ja, aber ursprünglich. Eine Italiener. Ja, das hört man. Aus Palermo. Aus Palermo, da gibt es doch aber auch Carnevale Italiano. Auch. Aber der hier ist schöner. Aber nicht in Palermo, in Reale und Castel Terme. Aber also wenn man ihn so anhört, groß. Er könnte ja singen, das wäre ja also eine Stimme, da ist ja Adriano Celentano, ist ja da ein Neger. Nein, ich würde sagen, den Neger, wie wir alles gossen. Louis Armstrong. Louis Armstrong. Also gut. Also er hat eine reibweise Stimme und ist Fan von der schwäbisch-alemannischen Phase. Nicht kann Louis Armstrong singen und ist Italiener. Das ist doch Wahnsinn. Das ist international, Sonja. Ja, und wenn wir natürlich solche internationalen Leute haben, dann muss man darauf hinweisen, am 12., also am nächsten Sonntag, abends 20.15 Uhr, da können Sie mal sehen, wie man auch in anderen Regionen Europas Fasnacht feiert, nämlich in 7 verschiedenen Ländern, darunter auch Fasnachten aus Italien. Wir gehen nach Offida in Mittelitalien und wir gucken uns zum Beispiel auch das Aostatal und viele andere Fasnachten an. Also Fasnachten in Europa in 8 Tagen, 20.15 Uhr. Gucken Sie es an. Da kommen jetzt die Neidehexe gesprungen, ist auch ein Riesenhaufen. Sind glaube ich über 400 Hexen. Ne? Und wenn man das immer sieht, diese bunten Kopftücher, das ist ja so ein tolles Bild, wenn das hier so die ganze Straße lang nur noch Hexe siehst. Die Neidehexe, die der Sage nach auf der Burg Neideck bei Eberharzell gelebt hat. Und hier, die stellt auch eine wunderschöne Pyramide. Auch ganz schwierig. Wird auch dreistöckig. Und während wir diese tolle Pyramide sehen, gibt es, glaube ich, wieder neue Fragen, die der Gerd bekommen hat. So ist es. Und zwar die erste, lieber Werner, kommt aus Melchingen auf der Alp. Und zwar vom Uwe Kaltenmark. Berühmte Theater übrigens. Richtig, das berühmte Theater. Uwe Kaltenmark möchte wissen, Werner, wo denn die Redensart herkommt. Der kommt händedrei wie alt Fasnet.
Aha, das hat was mit dem Kalender zu tun. Und zwar, es gibt einen alten und einen neuen Fasnachtstermin. Wir feiern den neuen. Und zwar, die Fastenzeit dauert normalerweise 40 Tage. Wenn man aber heute vom Aschermittwoch bis Ostern nochmal in den Kalender guckt, sind es 46 Tage. Deswegen, weil die Sonntage Ausnahmetage sind. Früher hat man auch so gerechnet, dass man die Sonntage nicht als Ausnahmetage genommen hat, sondern da hat man 40 Tage durchgefastet. Und dadurch ist dann die Fasnacht und der Aschermittwoch ein bisschen später zu liegen gekommen. Das ist die alte Fasnacht. Also, wir feiern den neuen Termin und in Basel zum Beispiel feiert man den alten Fasnachtstermin. Und deswegen unser Ausdruck, der kommt hinten rein, wie die Altfasnacht. So, lieber Herr Kaltenmark war es, glaube ich. Hoffe, haben wir jetzt erschöpfend die Frage beantwortet. Jetzt habe ich es gerade eben schon ins Bild gehalten, weil ich gedacht habe, der Werner ist etwas schneller fertig. Ist er meistens nicht. Nee. Also, viele von Ihnen haben angerufen und haben Interesse an unsere wunderschöne Narrenfigur, die wir hier in unserem Kommentatorenhäusle haben. Einmal hier, diese Schwarz-Ferihex. Ich gebe jetzt zu, ich trenne mich ungern von ihr. Ich habe mich jetzt wirklich, naja, in sie verliebt und an sie gewöhnt. Aber Werner, versieht ihr mir alles. Werner, du hast das Dreigestirn, du holst es mal an, in die ja, Kamera. Das auch das verlosen wir. Wunderschön. Ich glaube, das haben die festgemacht. Mit Knet haben sie es festgemacht, aber unsere Kameramann genau. Sieht es. Und lieber ein Gerhard, wunderschönes Dreigestirn. Und lieber Gerhard, vielleicht kriegst du auch den Baum hier, wo die ganzen Figuren drauf Jawohl, sind. Jawohl, wunderschön, wir sehen das sind, genau, das sind Figuren von der Firma vom Yogi Weiß, einem Maskenschnitzer aus Ravensburg, ist quasi mein Nachbar. Und das Dreiergestirn sozusagen, das närrische Dreiergestirn, von der Werner in der Hand hat, das ist von der Firma Rahm. So, wir verlosen die Dinge jetzt alle an Sie, wenn Sie die Frage richtig beantworten, immer wissen möchten. Und die ist relativ einfach, oder auch schwer. Und zwar, wir möchten wissen, wie alt wird denn die Narrenzunft Leutkirch in diesem Jahr? Der Moser sagt jetzt nichts, weil der weiß es natürlich. Genau, ja. Wie alt wird die Narrenzunft Leutkirch in diesem Jahr? Der Geburtstag war jetzt gerade vor wenigen Tagen. Wenn Sie es wissen, bitte anrufen unter der 085 929 507 oder ein schnelles, fixes E-Mail unter narrentreffen@swr.de narrentreffen@swr.de. Mit dem ersten Gewinner werden wir telefonieren und die anderen, die dann anrufen, in der Reihenfolge der richtigen Antworten, kriegen dann die restlichen Figuren. So, und jetzt sage ich dir, wo wir sind. Nein, noch ganz kurz dazwischen, bevor Sie anrufen müssen, wo eigentlich die Firma Rahm ist. Sie ist in Löffingen im Schwarzwald. Dort gibt es die schöne Figürle. Das habe ich jetzt vergessen. Also die Firma Rahm in Löffingen und die Firma Weiß in Ravensburg haben uns diese wunderbare Figur spendiert. Und jetzt sagt uns der Moser, was wir da wieder Tolles im Bild haben. Ja, das ist die Narre zum Schadelow aus Haidgau bei Bad Wurzach. Das gibt man also, sieht man viele Weißnarren zu sehen. Der Pebo, der Hugibold, der Wago, eine Einzelmaske, eine riesig große, wird in der Regel von einem Hästräger über 1,90 Meter getragen. Guck, da können wir mal lesen, wie Schadelow geschrieben wird. Das muss man zuerst mal schreiben kennen. Das ist richtig, ja. Das klingt alles sehr alemannisch, das knüpft ja auch an den alemannischen Traditionen an. Also das ist bei dieser Zunft sicherlich im Vordergrund, ja. Und Sonja hat sich da so einen alemannischen den Wago. Krieger, müsste man fast sagen, ausgewählt, den Wago. Ja. Und bevor wir jetzt dahinter endlich einmal wieder Musik hören, ihr hört ja gar nicht mehr auf mit Schwätzen da oben, möchte ich euch noch geschwind zeigen, die schöne Häser hier, die schöne, eigentlich sind es ja Weißnarren, die wunderschön bemalte Häser hier haben. Andererseits oberum auch wieder mal eine grausame, fast schon Maske. Und bei der Narre zum Schadelow, da gibt es anscheinend noch diesen schönen alten Tradition vom Fasnetzladen. Moser, wie sieht das aus? Was gibt es da ganz genau? Ja, da läuft einfach die inzwischen Vize-Sumpfmeisterin, die Doris Bend, läuft mit zwei Hästrägern entlang des Umzugsweges, der dann in Haidgau stattfindet. Und lädt die Leute zur Fasnet ein, zum Fasnetzumzug. Und da wird ein Bonbon, Gurster, Luftballon verteilt, dann können die Leute mit ihre Häuser schmücken. Sieht man die Ehrentribüne wieder. Und diese ganzen Häse, die wird übrigens ganz toll, der war auch am Handwerk oder ist noch am Handwerkermarkt da, der Hans Kohler, der diese Häse bemalt. Thank you.
wenn man dieses Fahrzeug sieht, dann muss man sagen, mit Rostmühle fahren die Rezit gerade rum, ihr Narren. Nee, sage alle Achtung. Und ich glaube, wir haben eine Gewinnerin. Jawohl, es müsste jemand in der Leitung sein. Hallo, mit wem sprechen wir denn? Ja, hallo, hier ist Steffi Rieger aus Kirchdorf. Kirchdorf an der Iller hat aber Grenze zu Bayern. Ja, genau, sozusagen. Steffi. Ja. Steffi Rieger, was möchten Sie denn gern haben von unseren Schätzen hier im Häusle? Ich würde gerne den Narrenbaum nehmen. Den Narrenbaum mit den ganzen schönen Figuren vom Yogi Weiß. Genau, weil die passen ganz toll zu unserem Hausgang. In den Hausgang? Ja, da haben wir so ganz viele Maske Hänger. Ah, super. Aber jetzt muss ich noch die Antwort wissen. Wir möchten wissen, wie alt wird die Narrenzunft Leutkirch? Ja, die ist ja 50 Jahre. Ha, genau, wunderbar. Frau Rieger, machen Sie auch selber Fasnet? Ja, ich bin eigentlich bei den Kirchdorfer Stallbeißen dabei, aber dieses Jahr bin ich leider in Babypause. Oh, der Narrensamen ist sozusagen unterwegs oder schon da? Der ist da, der ist jetzt 4 Wochen alt und mein Mann ist mit der Katharina jetzt auf einem anderen Umzug leider nicht in Leutkirch dabei. Ah, das ist aber schade, aber so haben sie uns zugeschaut. Also der Maskenfigurenbaum mit den Figuren vom Yogi Weiß geht zu Ihnen, liebe Frau Rieger, nach Kirchdorf an der Iller. Noch einen ganz schönen Sonntagnachmittag wünschen wir Ihnen. Ja, Ihnen auch. Ade und weiter geht's mit der Sonja. Sie marschiert den Gleichschritt. Ja, bloß meine Füße nicht ganz so elegant. Halt, bleib doch da, was machen die hier? Gottes Wille. Ach, jetzt, die sind hier an der Ehrentribüne. Guck, da passiert sowas, bei mir nicht. Also diese Girls hier machen jetzt einen schönen Gardetanz. Wie auf Zuruf sozusagen. Ich kann ja mal versuchen, damit wir haben. Ja, mal gucken, ob das geht. Es sieht ein bisschen plump aus bei mir, aber es geht trotzdem. Und ich habe hier die Annalena. Und du, ich möchte jetzt ganz gerne mal wissen, wie funktioniert denn dieses Zwirling? Das Ding da. Man muss hier zwischen die Finger nehmen, zwischen Daumen und Zeigefinger. Und dann einfach so wie ein Achter drehen. Na wunderbar. Können das alle in Kressbronn? Ja. Halt alle aus der Garde, ja. Alle aus der Garde. Also ich bin nicht aus Kressbronn, ich bin nicht in der Garde, ich kann das nicht. Aber fingerfertig bin ich trotzdem. Aber mit der Groschgott besser. Glauben das halt auch noch. Kressbronn, jetzt sind wir wieder am Bodensee. Ja, das sind die Griesebicker und die Starescheucher. In Kressbronn haben sich 2 Narrenzünfte zusammengeschlossen zum Ortsverband Kressbronner Narrenzünfte. Und das sind hier die Griesebicker. Griese, das sind Kirschen. Kirschen, genau. Das ist ja ein Kirschenanbaugebiet. Und die Griese, die werden natürlich gefressen von den Staren und darum müssen wir sie verscheuchen. Eben. Also Griesebicker und diejenigen, die sie vertreiben, die Starenscheucher. Das ist ja wieder ein Plätzle heißt, dass diese Staren anhaben oder diese Griesebicker, die haben auch diese Griese im Schnabel. Vielleicht sieht man es nachher nochmal. Und die Starenscheucher mit ihren Rädchen, die diese Griesebicker natürlich verscheuchen, sonst fressen die die ganze Kirsche weg. Das ist ja bis heute ein Problem in den Weinbergen, aber auch da, wo Kirsche und Bodenseeobst wächst, dass man die Stare verscheucht. Da gibt es alle möglichen Tricks in der Zwischenzeit, bis hin auch zu ganz bestimmten Pöllern, die man immer wieder loslässt. Ja, und das ist der andere Verein, das sind die Heidachgeister aus Kressbronn. Da sieht man so einen Heidachgeist, auch ein Plätzlehäs. Schauerliche Masten. Und da sind auch noch Wölfe dabei. Guck, das sind die Heidach-Wölfe. Die können deinem Suchen lernen und ein Gebiss. Da ist aber alles dran. Oh, sauber, da hat jeder Zahnarzt seine Freude dran. Das ist richtig. Eine unglaubliche Fülle an Ideen, die sich da in der Fasnacht realisiert. Und immer wieder natürlich auch ähnliche Figuren. Jetzt hat Sonja gleich 2 Büttel an der Angel. Kann nicht genug kriegen. Also ich frage mich ja schon, warum man in Salem ausgerechnet 2 Büttel braucht. Warum ist in Salem so unordentlich, dass man 2 Büttel braucht? Das ist aber sogar mit 3 da. Ja, um Gottes Willen, warum braucht ihr so viele? Ja, ist das so begehrt? Ein Jahr brauchen wir bloß einen und dann will man wieder mehr. Kommt ganz aufs Gleiche drauf an. Aber je mehr, desto mehr, oder wie? Genau, wir haben bis dass du auch da bist. Wenn man denkt, jetzt dürfen wir 3 mit zur Verstärkung. Wer weiß, ob einer fertig wird mit dir. Mit mir? Ach, habt ihr Angst, dass ich euch fertig mache? Ja, warum? Ach komm, ich bin doch so. Habt ihr Angst, dass ich euch fertig mache? Er sagt, ihr braucht 2. Ich wirklich, na. Aber sind doch 2 nette Büttel, oder?
Und bei der Gelegenheit muss man einfach mal sagen, das ist uns gar nicht mehr so geläufig, dass wir bei unseren Kommunikationstechniken halt alles gleich über Rundfunk, Fernseher und so weiter erfahren. Damals waren die Büttel notwendig, die haben ausgeschellt und gesagt, was Sache ist, was es für Neuigkeiten gibt und so weiter. Und das ist noch, ja, weniger als 100 Jahre her. Ja. Noch der Erste Weltkrieg, so traurig das jetzt sein mag, ist durch Büttel verkündigt worden und durch Trommelschlag. Da hat es noch keine andere Kommunikationsmöglichkeiten, die sehr schnell waren, gegeben. Also weniger als 100 Jahre sind unsere Kommunikationstechniker alt und wir sind jetzt heute in der Lage, Ihnen das, was hier in Leutkirch abläuft, in die Stuben zu liefern. So hat sich die Technik entwickelt. Sie können in der warmen Stube an dem teilhaben, was hier ein paar Grade kälter, aber mit einer aufgeheizten Stimmung über die Bühne geht. Nee, ganz klasse, das sind die Feuerhexe übrigens aus Salem mit echtem Naturhaar an der Maske. Auch ein Riesenhaufen. Ein Vorbild für diese Hexen, die ja so mit Hakennase und mit Kopftuch und mit dem Besen auftauchen, sind ja nicht etwa Hexendarstellungen aus dem 15. 16. Jahrhundert, die es auch gibt, sondern das sind mehr diese Märchenhexen, die sie im Umfeld der Brüder Grimm entstanden sind. Und da haben wir wieder Weißnarren. Ja, das sind die Fassköpfe aus Salem. Das sind Nachbildungen von Figuren an den großen Weinfässern. Und Sonja, Zimmerleute mal wieder, oder? Da möchte einer dazu beitragen, dass ich 10 Jahre jünger ausschaue. Das ist der Hammer, Sonja. Oh Gott, das will er. Das sind aber mal Zimmerleute. Da will mir einer ausloten. Das Allerschönste ist, die sind beide nicht aus der Stadt, wo sie eigentlich herkommen. Die sind nämlich beide aus Köln, ne? Ja, ich bin auch schon gekommen. Westfalen. Ja, Westfalen. Noch weniger. Nein, noch besser. Ja? Ich habe auch einen Westfalen als Mann. Wo bist du denn her? Ich komme aus Recklinghausen. Aus Recklinghausen. Ach, schau mal an. Ja. Mein Gatte ist aus Glatschbeck. Ui, meine Frau ist vom Bodensee. Ja, guck, da haben wir doch gut rangiert. Ja, einmal frei. Du bist nicht Frau, meine Frau ist mein Elfsatz. Ah, und fühlst dich wohl hier? Einmal frei. Jetzt, wo ich dich gebarbe, habe ich so. Ah, wunderbar. Eine Stimmung ohne gleichen Los Grachos. Unbedingt, ja. Machen ihrem Namen alle Ehre. Oh, Sonja. Oh. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Gott sei Dank habe ich da so ein kleines Mäusle. Jetzt geht's rund. Oh. Sag mal, wie heißt du? Alexandra. Geht's dir noch gut? Ja. Ich hab dir ein bisschen zusammengedruckt, ich weiß, aber weißt, ältere Damen brauchen mehr Platz. Ja, es geht schon. Es geht rund. Wo bist du her? Aha. Wenn ihr da oben, ihr drei, jetzt irgendeinen Kommentar von euch gebt, dann komme ich zu euch. Weil ihr hockt da oben, meine drei Ahas. Wir bewundern dich, Sonja. Wir sagen überhaupt nichts, Sonja. Und zwar gar nichts. Meinet ihr, die hören noch mal irgendwann auf? Alexandra, geht's noch? Ja. Halt, nein, nimm, Schluss. Langsames Sortieren. Alexandra versteht auch wieder. Hallo, drei Flaschen Schnaps in den Dreck dagegen, um Gottes Willen. Hoppla. Das ist aber nett, danke. So. Heb mir noch eine Weile, weißt du? Wir hoffen, dass Sonja bald wieder auf die Beine kommt. So ist es, ja. Da sind wir jetzt auch Pate bei dieser Zunft. Das sind die Danschauer Weibel aus Tannheim. Das liegt bei Memmingen auch schon, aber schon im Württembergischen. Das sind die Danschauer Weibel und hier
mit dieser Fellmaske, das sind die Stockwartbohle. Tannenschorre, wenn man das übersetzt hat, Tannenschorren, das ist Dickicht eigentlich, das Dickicht, was man so genau auf Deutsch Dickicht nennt. Und das ist ein Narr aus Narrensamen, die kommen aus Weisenau bei Ravensburg. Einmal mehr Rückkehr nach Ravensburg. Das ist die Feuermarie, diese Maske hier. Das war eine Tagelöhnerin, die auf Bauernhöfen ihren Dienst versehen hat. Und wenn man die nicht ordentlich entlohnt hat, dann ist die Matze einfach hergegangen und hat die Höfe angezündet. Darum ist das diese Feuermarie. Wie man auch sehr eindrucksvoll an der Farbe sieht. Ja. Jetzt sind sie Kamera entdeckt und winket. Aber wir sehen jetzt schon wieder einen globalen Überblick. Und der Wedel, das ist natürlich, das sind symbolische Flammen. Bei der Zunft, ja. Ja. Es gibt ja mehrere Zunft, die solche Wedel. Die haben jetzt solche Nummern, sind die auch durchnummeriert oder sind alle dieses 100? Nein, nein, 254. Nein, nein, die sind schon durchnummeriert. Ja, ja. Das heißt also, ihr könnt jetzt sagen, Hexe 122, Feuermarie 122 hat mich gerempelt. Genau, oder? Aha. Das hat eigentlich da den Hintergrund, falls da mal irgendwas passieren sollte, sind dann das versicherungstechnische Gründe, dass man sagen kann, komm, das war die und die Hexe. Da hat es ja lange Diskussionen auch bei Brauchhütern gegeben, ob das dann überhaupt doch die Anonymität gewährleistet. Denn wenn die Hexe nummeriert sind, da sind sie auch ein Stück weit abgestempelt. Da hat es ja unterschiedliche Diskussionen gegeben, aber man sieht auch, wie vorsichtig die Narren sind. Und man will eben auf jeden Fall nicht die Anonymität ausnützen, um da anderen Schaden zuzufügen, nicht, sondern wenn einmal je irgendein Unfall passiert, dann können wir gleich sagen, an den und den muss man sich wenden. Ich denke auch, da wird man niemand irgendeinen Vorsatz unterstellen, aber wie gesagt, unter der Maske sieht man nur wenig und dann kann schon mal was passieren. Dankeschön an all die vielen, vielen hundert Musikanten, die diesem Umzug ja erst Leben verleihen. Und bei den Temperaturen, wohlgemerkt unter Null, ist es gar nicht so einfach, noch bewegliche Finger zu haben. Und auch das Mundstück ist kalt. Ich könnte mir vorstellen, dass mancher Musikantenmund, mancher Ansatz ziemlich kaputt ist. Denn die Temperaturen sind schon entsprechend. Ja, da kann es natürlich schon mal passieren, dass die Musiker mal die Ventile eingefrieren. Ne? Und dann ist halt Schluss mit lustig. Aber Schluss mit lustig ist natürlich bei denen. Eitag und Sonja, du hast schon wieder irgendwas, was fährt. Ja, ich habe hier das vor mir, was ich immer werden wollte. Als kleines Mädchen Prinzessin und das ist die Larissa. Larissa, wie heißt dein Prinz? Timo. Ist es auch wirklich ein Prinz oder tut er bloß so? Prinz. Er ist ein Prinz. Wir sehen uns da vielleicht in 10 Jahren nochmal und dann beantworte ich mir die Frage nochmal. Aber was macht ihr denn als Kinderprinzenpaar? Gutsle auswerfen. Gutsle auswerfen. Dann gib mir doch einmal was. Vielen Dank. Weil weißt du, hockst so weit da oben in dem Auto und dann gebe ich das einmal weiter an die Kinder da unten. Ist das okay? Ja. Ja? Und machst du das gerne, Prinzessin sein? Ja. Ja? Darf man das nur einmal oder darf man das auch länger? Einmal. Einmal. Und was machst du dann nächstes Jahr? Königin? Vielleicht bei den Reuweible in Eitrach. Also dann wünsche ich dir eine glückselige Phase. Sag deinem Timo einen Gruß, weil selber ein Prinz bleibt. Und besonders schön ist der Narrenspruch, der Narrenruf von Eitrach. No it hudle, ofenudle. Ja, ein wunderbares Gebäck, das die da immer mitführen und an die Zuschauer verteilen. Das ist jetzt weniger Gebäck da, Hanna, aber... Ja, das ist eigentlich nicht. Das sind die Kellerweibler aus Eitrach. Eitrach ist noch, da ist mal etwas mehr Dorfhasne geboten. Man sieht auch, dass Konfetti in Übermaß gestreut wird. Man sieht auch, das Prinzenpaar ist leicht verdeckt vom Zunftrat, die übrigens auf der Nachbildung eines alten Illerfloßes durch den Umzug gefahren werden. Ne? Zunfträte verdecken halt manchmal Prinzenpaare, ja. Das ist so.
klar. Und eine schmucke Garde, hoffentlich friert es ja, die ganz Mädle. Tolle Garde, die auch immer wieder die Bälle bereichern mit ihren Darbietungen. Also der Bogen geht von diesen charmanten Mädle bis zu der Kellerweible, die übrigens Kellerweible deswegen heißt, weil sie Holzkellen, also Löffel, genau, das verkauft, den, Besteck verkauft, den ja. Wandergewerbe also. Muss aber auch vorsichtig sein und umständlich. Die Ofennudeln schmecken natürlich ganz lecker, die meiste auf jeden Fall. Manche ist aber auch hin und wieder mal Senf oder Sägemehl drin. Und das sei dann nicht so gesund. Und ein letzter Blick aufs Prinzenpaar, bevor es aus unserer Kamera entschwindet. Und dazu gleich auch eine Frage, Gerd. Anscheinend doch nicht. Das war jetzt eine kleine Kommunikationsschwierigkeit. Ach so, ja. Ich war jetzt nicht vorgewarnt. Ich bitte um Nachsicht. Ich war gerade ganz fasziniert von den schönen Bildern und vom Prinzenpaar. Kann man dir auch nicht verdenken, Gerd. Ja, kommt in die Beste von mir. Das kommt einfach vor bei so einer langen Live-Übertragung. Also, natürlich haben wir eine Frage aus Niederbühl. Und zwar zu den, von den Rosenmontagshexen dort. Warum heißt es eigentlich, Werner, drei tolle Tage? Man spricht ja immer von den drei tollen Tagen, obwohl man ja immer an der Fastnacht sechs Tage auf der Gasse sei. Also warum drei tolle Tage? Es gibt drei Hauptfastnachtstage und das ist einmal der Donnerstag vorm Aschermittwoch, also der auselige Donnerstag, der schmutzige Donnerstag, Weiberfastnacht, wie man im Rheinland sagt, und dann wieder der Montag und der Dienstag vorm Aschermittwoch. Das hängt damit zusammen, dass früher die Tage von der Kirche genau besetzt waren. Am Donnerstag hat man feiern dürfen, der Freitag als Todestag Christi war kein Fastnachtstag, auch der Samstag und der Sonntag, Tag des Herrn, waren keine klassischen Fastnachtstage. Dafür nochmal der Montag und der Dienstag und dann kommt halt der Aschermittwoch. Insofern reduziert sich die Fastnachtstage auf drei wichtige. Die Lumpenkapelle Eidbach. Also das war jetzt die Lumpenkapelle aus Illertal bei Eidrach. Und wir haben noch eine Frage, lieber Werner, von der Vanessa Seneca aus Nieheim in Nordrhein-Westfalen. Die möchte wissen, warum bei uns immer bei der schwäbisch-alemannischen Phase die Zuschauer immer geärgert werden. Also warum werden die geneckt am Straßenrand? Das sei ja beim rheinischen Karneval nicht so üblich. Oh, also geärgert werden sie nicht, aber es geht hier tatsächlich manchmal ein bisschen rauer zu, so scheint es zumindest, als im rheinischen Karneval. Aber wie es so schön heißt, was sich liebt, das neckt sich. Also Narren alten Stils, das ist ja mehr so die mittelalterlich und barock geprägte Fasnacht, die sind eher mit der Tendenz, die Zuschauer manchmal ein bisschen auf die Schippe zu nehmen, manchmal auch ein bisschen schärfer zuzufassen, ohne zu beleidigen oder weh zu tun. Während im Rheinland mehr so die weltumspannende Fröhlichkeit ist mit Kamelle, Umarmungen und Büttchen. Jawohl, und scharf zufassen ist ein gutes Stichwort, Werner. Scharf zugefasst wird ja auch bei der Saalfasnacht, weil nämlich die Vanessa Seneca auch noch wissen will, ob es bei uns auch einen Hallenkarneval gibt. Natürlich gibt es den, und zwar ganz viel. Wir haben zum Beispiel bei uns im dritten Fernsehprogramm in Konstanz am 14.02. um 20.15 Uhr eine Sendung. Am 19.02. aus Gundelsheim die schwäbische Fasnacht. Und aus Frankenthal, das ist in der Kurpfalz, am 26.02. auch jeweils um 20.15 Uhr Saalfasnacht oder Hallenkarneval, wie man es nennen möchte. Und natürlich nicht zu vergessen, am 15. Februar, am Tag nach Valentin, in Friedrichshafen oder aus Friedrichshafen die Fasnacht an Neckarrhein und Bodensee mit Büten, Tanz und Musik. Und jetzt habe ich das richtige Stichwort, Gundelsheim. Liebe Zuschauer, wir haben für Sie jetzt ein wirklich ganz besonderes Bonbon. Und zwar zwei Eintrittskarten für unsere SWR-Fasnacht in Gundelsheim am, wie gesagt, 19.02.2006. Die verlosen wir jetzt, und zwar an denjenigen, der was Besonderes weiß. Das ist jetzt eine Frage für Kenner, würde ich mal sagen.
Und zwar möchten wir wissen, wie heißen denn die zwei alten Weiber? Die zwei alten Weiber, klingt etwas despektierlich, meine man nicht so. Die seit Jahren bei der schwäbischen Fasnacht die beste Trinksprüche auf Lager haben. Also, wie heißen die zwei Weiber auf der Bühne? Kleiner Tipp, sie kommen aus der Nähe von Reutlingen. Also, ran ans Telefon. 0185 929 507 oder ran an den PC, ans E-Mail narrentreffen@swr.de, narrentreffen@swr.de. Ich bin gespannt, wer das weiß. Sonja, du wüsstest es, aber du sagst nicht. Ich bin vollkommen ruhig. Eigentlich habe ich ja dafür gerade gar nichts sagen, weil ich habe ja eigentlich ein Stückchen Kuchen hier in der Hand. Oh. Also ich habe das gerade gekriegt. Das ist wirklich wunderbar. Das wird also nur an ausgewählte Leute gegeben. Und zwar sind das die Damen von der Narrenmutter, von der Gerda. Gerda und ihr Narrenvater heißt Klaus. Sag mal, Gerda, du hast die gut im Griff. Die können gut backen. Ja, die müssen gut backen, weil wir brauchen das immer wieder. Ja, ihr seid ja auch, wie man sieht, wohl genährt. Ja. Gell? Ja, eben, weil sie so gut backen. Und das dauert ja auch eine ganze Weile. Aber sag mal, hättest du dich nicht ein bisschen rasieren können vorher? Erstens ist das kein Bart, sondern das sind die Haare auf den Zehen, die andere Frau zeigt. Und ich probiere es immer wieder, ich fange unten an, aber es reicht nie bis auf. Also bis du nach oben bist, ist noch fertig? Nein, ist immer der Rasierklinge stumpf. Aber eure Lieblichkeit, Gerda, wirklich wunderhübsch. Ich bin doch der Schönste. Ja, die Allerschönste. Ja, auf jeden Fall. Und dieser Rollentausch ist in der Fasnacht natürlich was ganz, ganz Altes, dass Männer Frauen, Frauen Männer darstellen. Das hat übrigens die Kirche nicht immer sehr gern gesehen. Da hat es immer wieder Verbote gegeben, dass Mannsleute in Weibskleidern und Weibsleute in Mannskleidern auftauchen. Und da hat es auch Bestrafungen dafür gegeben. Heute sieht man das nicht mehr so eng und es ist ja in der Tat ein großes Gaudium, wenn eine Gerda als gewichtige Narrenmutter in Wirklichkeit eigentlich ein Gerd ist. Wir sind jetzt Maskenfiguren aus Kippenhausen, einem Ortsteil von Immestadt. Das ist hier noch, sind noch die Schallmeier Kampfgeschwader. Ja, das dürfte ich ein Fanfarenzug sein, Entschuldigung. Sieht südamerikanisch aus. Ja, genau. Das ist der Fanfarenzugschluss. Wolfig, Verzeihung. Den hören wir einfach ein wenig zu. Genau. Und wir haben auf unsere Frage, die ja gar nicht so einfach war, einen Gewinner. Die ist wirklich für Spezialisten. Und wen haben wir denn in der Leitung? Ja, Ulrich Schmid aus Bad Schussenried. Der Herr Schmid aus Bad Schussenried. Wir wollten wissen, wie heißen die zwei alte Weiber, die immer bei der schwäbischen Fasnacht mitmachen? Herr Schmid. Ja, das sind keine geringeren als die Bronnweiler Weiber. Das sind die Bronnweiler Weiber. Und Herr Schmid, Sie haben auch wieder Fasnacht zum Tour, gell? Ja, ich bin Zunftraten Elferrat hier bei der Narrenzunft in Bad Schussenried. Ach was, und Sie sind heute heim und nicht auf der Fasnacht. Wie kommt das? Ja, ich bin etwas erkältet und darum bin ich heute zu Hause geblieben, damit ich bis zur Hauptfasnacht hier bei uns in Bad Schussenried wieder topfit bin. Und wunderbar, haben Sie auch Zeit am 19.02., um nach Gundelsheim zu kommen? Ja, selbstverständlich. Und Sie freuen sich, hoffe ich. Ja, hoffentlich. Natürlich freue ich mich. Also, ganz herzliche Grüße nach Bad Schussenried, lieber Herr Schmid. Herzlichen Dank. Einen schönen Nachmittag nach Bad Schussenried und auch eine glückselige Fasnacht nach Schussenried. Und mit der Sonja geht es weiter. Wer ist der Herr mit den Fühlern? Der Herr mit den Fühlern, das ist der Schneckenpolizist. Und der schreit ganz interessant. Der hat gerade schon gesagt, wie heißt es? Mona! Und habe ich gesagt, muss ich jetzt noch sagen, Donner? Und dann sagt er, neu enthüllen. Ja, warum wollt ihr so tief haben?
Ja, in der Höhle, da leben halt die besten Leute. In der Höhle leben die besten Leute? Ja, ja. Ich habe aber gedacht, in der katholischen Kirche heißt es doch immer, da ist man im Himmel. Ja, aber in der 5. Jahreszeit, in der Phase, da ist das ganz anders. Da ist das auch noch anders. Ja. Mensch, Werner, das musst du uns jetzt erklären. So, jetzt haben wir ein kleines Kommunikationsproblem gehabt. Ich müsste, glaube ich, was erklären, Sonja. Was muss ich erklären? Er meinte, an der 5. Jahreszeit wäre der schönste Ort die Hölle. Und die katholische Kirche sagt doch aber, dass der Himmel der schönste Ort ist. Wie ist das jetzt? Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Also die Fasnacht ist ja immer ein bisschen so die verkehrte Welt. Und da ist derjenige, der das Ganze regiert, manchmal auch der Teufel, so haben es zumindest die Kritiker gesehen. Und deswegen wird es mit der Hölle aber allerdings nicht ganz so ernst genommen in der Phase. Aber das stimmt tatsächlich schon im Mittelalter, etwa in Nürnberg, ein Fasnachtsgefährt gegeben. Und das war die Hölle. Im Mittelpunkt des Nürnberger Schönbadlaufs ist immer die Hölle gestanden. Auch Teufel haben dabei eine Rolle gespielt. Und das war ja auch dann der Grund, warum in der reformierten Zeit, dann ab 1539, in Nürnberg die Fasnacht verboten worden ist. Da haben sich die Geister geschieden, katholisch und evangelisch. So, und das da oben auf dem Baum, das ist das Haslemale aus Stetten. Das war auch so ein Zauberkerl, der hat immer Reisig geklaut. Und dann war die Stettener aus Stetten am Bodensee, die war da drüber so sauer, die haben den gejagt und dann ist er auf den Baum geflohen und dann haben sie immer geschrien, Haslemar, komm rapp. Und irgendwann haben sie dann mal diesen Ast, man sieht hier, wie der gesägt wird an dem Baum. Und dann ist der Baum umgestürzt und hat das Haslemarle unter sich begraben. Das ist der Geist, der hier. So ist im Leben. Genau. Manche sägen sogar am eigenen Ast. Auch hier sieht man die Narreneltern vorne weglaufen, die waren gestern auch dabei. Die Narreneltern haben sich auch an diesem Narreneltern- und Narrenbütteltreffen hier in Leutkirch beteiligt. Das war überhaupt eine ganz großartige Idee, die mal alle zusammenzubringen. Und ihr habt ja selber gehört, wie das klingt, wenn alle Narrenbüttel zusammen einmal mit ihren Schellen schellen. Da hört man überhaupt nichts mehr, man wird schwerhörig davon. Da wird man wirklich schwerhörig, ja. Das ist ein Waldgeist, das ist der Beschützer von dem Haslemarle. Der gehört auch noch zu Stetten dazu. Kann ich vielleicht mal kurz einflechten. Diese Maske wird man übrigens auch hier in Leutkirch im Museum im Boxeer. Da haben wir dieses Jahr auch anlässlich dieses Jubiläums der Narrenzunft von Niebelgau eine Ausstellung geschaffen. Maßgeblich beteiligt war daran der Herbert Mayer, ein ehemaliger Brauchtum am Allenmannischen Narrenring. Und das sind über 145 Masken und Häser des Allenmannischen Narrenrings ausgestellt. Wir haben großartiges geleistet. Man kann hier Fasnacht live erleben. Ja. Und man kann sie auch theoretisch und natürlich auch museal praktisch überdenken, wenn man diese wunderschöne Ausstellung sieht. Große Vorbereitungen, aber sie haben sich gelohnt. Unbedingt. Und an dieser Stelle, wo die Kamera so schön schwenkt, einfach einmal ein Dankeschön an all unsere Kameraleute, die jetzt in der Kälte ihren Dienst tun und natürlich auch die Sonja einfangen. Eben. Und ich habe hier eine wunderbare Maske. So was haben Sie jetzt auch noch nie gesehen. Und zwar ist die nicht aus Holz, nicht aus Pappmaché, sondern aus Brotteig. Und deswegen, in Botnek macht man das so, deswegen sind auch überall die Brätzgritte drumherum. Und da heißt der Narrenruf, Brot her. Brotlecker sind da. Genau. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Brot her. Bohnecker sind da. Das heißt die Bootnecker, muss man eigentlich sagen. Ja? So heißt es. Da war auch eine tolle Idee. Ja, jede Maske wird aus Gips angepasst. Erstmal den Gesicht des Trägers und dann kommt da oben drüber dann Brotteig und wird dann immer wieder frisch gebaggert. Und hebt die dann unbegrenzt lang oder sagt man da nach einer Phase die Schluss? Oder wird sie vielleicht sogar noch gegessen nachher? Ja, gegessen glaube ich. Sicher nicht. Nein. Das ist ein Mehlbeutler, das aus Boden Gefahr von einem Kleiekotzer. Also alles dreht sich um Brot, Mehl, um die Mehlherstellung, um die Mühle. Es ist immer wieder schön, wie ein einziges Thema dann in ganz vielen Varianten durchgespielt wird.
Und diese Brotmasken sind wirklich eine ganz originelle Idee, denn nicht immer waren die Masken aus Holz. Es hat zum Beispiel auch Tonmasken gegeben, Pappmaché haben wir auch schon gesagt. Und Sonja hat jetzt gediegene Persönlichkeiten zur Linken und zur Rechten. Ja, das ist jetzt auch mal was Außergewöhnliches. Ich habe hier der Urs und die Thea aus Biberach. Biberach hat ja jetzt so lange Fasnachtstradition nicht, weil sie eigentlich protestantisch ist. Aber irgendwann ist auch in Biberach der Fasnachtsvirus ausgebrochen. Bei uns ist schon der Fasnachtsvirus ausgebrochen. Wir hatten unseren Umzug ja schon. Ja, das ist ja wunderschön. Das ist ganz klasse. Das ist ganz klasse, aber irgendwie hörst du dich an, als ob du nicht ursprünglich aus Biberach kommst. Ja, ich bin ein preußischer Schwab. Ein preußischer Schwab. Also der Einschlag ist zu hören, aber sogar preußische Schwaben feiern gern Fasnacht. Thea, du bist aus Biberach. Ja, von der Umgebung. Von der Umgebung. Und ist das eine schöne Fasnacht bei euch? Ja. Und dein Mann, ist der nicht auch ein bisschen arg weiblich? Der lebt nicht. Ja. Der ist schon recht, ja. Der ist schon recht. Ja. Also nachher aber sie verlauft mir alle mal wieder, meine Mutter, meine Nachermutter. Sie verlauft doch? Die verlauft mir immer wieder, die Gott, immer wieder fremd. Ja, sowas, Thea, du gehst fremd. Tut mir so etwas auf. Tu einmal so. Ja, das hält Junkel. Macht's gut, eine glückselige Phase nicht. Woher weißt du das, Sonja? Da sieht man wieder eine Pyramide, die gestellt wird von den Biberhexen aus Biberach. Steckt jetzt die letzte wieder oben drauf. Biberach, eine Stadt, in der man natürlich zu feiern gewohnt ist. Ganz berühmt ist natürlich in Biberach das Schützenfest mit einer großen Theatertradition. Aber auch in der Fasnacht sind die Biberacher nicht ohne. Biberach an der Riss. Und vom der Riss werden wir ja auch noch Figuren sehen, die darauf Bezug nehmen. Ja, da gehört sicherlich die Einzelmaske dazu, der Rissnebel. Das ist der Mumpfentalschrat. Hier kommt in die Kamera, das ist der Matgeust aus Biberach. Das ist der Mumpfentalschrat jetzt hier. Aus wilde Gesellen und ich staune immer wieder, wie du die alle kennst. Es sind ja Hunderte. Froschemann, Biberhexe. Und jetzt eine mobile Musik. Die müssen wir sehr unnatürlich auch anhören. Ja. Was machen die? Ui, ui, ui. Das liebt die Sonja sowas. Sicher auch eine Möglichkeit, ne? Ja. Die Zuschauer zu necken. Die Lumberkapelle aus Meckenbeuren. Und sie spielt nicht Schatzi, hol die mit dem Traktor ab, obwohl sie auf dem Traktor fahren. Ja. Das sind schon die Schwedenräte, die gehören zur Narrenzunft Trüllemühle aus Beuren bei Salem. Und durch Beuren sind wir heute schon durch. Nein, durch dieses Beuren sind wir nicht gefahren. Nein. Durch ein anderes Beuren sind wir gefahren. Ihr seid von Beuren bei Salem, habe ich gerade gehört. Genau. Und du bist der Mesner? Ja. Und was macht der Mesner? Das kommt von der Sage her. Zwar der Trüllemühler, die vorhin mit mir laufen. Das war ein Geist sozusagen. Das war ein Geist und du musst den Geist zähmen sozusagen? Ja, nein, so nicht mehr. Das war ein Freiherr. Der Trüllemühler verlangte vom Mesner, dass er ihm die Hand gibt. Und der Mesner gab ihm den Stock und nicht die Hand. Und das war natürlich nicht das Richtige. Einem Geist die Hand zu geben, ist ja auch gefährlich. Doch, es ist Trüllemühler verschwunden. Ah, okay, genau. Und der Werner sagt es richtig. Das ist ein bisschen gefährlich. Aber dem Mesner, das ist ja kein Geist, dem kann man schon die Hand geben. Das ist schon recht. Genau. Das ist der Matthias. Und dem wünschen wir jetzt eine glückselige Fasnacht. Ja, ich dir auch. Danke. Ja. Oh. Die Sage erzählt, das ist nämlich auch auf Alemannisch, die Sage erzählt auch, dass der Stock, den der Geist berührt habe, dann hinterdrein schwarz verbrannt gewesen sei. So, und das sind hier wieder die Trüllebühler
Die Larven sind sehr interessant. Die mutet fast ein bisschen tirolisch an. Mit den Bärt. Sind natürlich alles neuere Schöpfungen, aber die Fantasie ist ganz enorm. Und es ist unglaublich, welche Fülle von verschiedenen Typen im alemannischen Narrenring vereinigt sind. Sonja ist jetzt, glaube ich, bei den absolut Großkopfete. Allerdings, und die heißen auch wirklich so, das sind wirklich die Großkopfete. Ist das, wie kann man da überhaupt laufen? Sieht man was? Raus. Gott, gut. Aber das ist ja nicht arg viel, gell? Der Kopf neigen kannst du nicht. Lachende Gesichter sehe ich. Also mit dem Auge habe ich auch schon selten gesprochen. Aber es ist nett, man könnte auch durch die Nase lochen. Aber da müsste ein bisschen größer sein. Genau. Dein Großkopf, da käme ich schon mal nicht mehr nach. Der daneben ist. Aber ihr seid ja wunderbar und wunderhübsch. Komm, ich heb den noch ein wenig. Dann ziehe ich den ein bisschen. Ist das angenehm, das so lang zu tragen? Ja, macht mir gar nichts. Sitzt auf die Schultern rauf. Aber ansonsten, Sie sehen, bei der Fasnet muss man auch Opfer bringen. Das sind die Dickköpfe aus Gebratshofen. Und es wäre natürlich jetzt interessant zu gucken, was die Großkopfete auf der Ehretribüne machen, wenn sie den Großkopfeten von Gebratshofen begegnet. Unbedingt. Die Narrenvereinigung Gebratshofen ist übrigens von einem Stuttgarter mitgeschaffen wurde, der damals nach Gebratshofen kam und dann sich Maske besorgt hat. Jetzt kommen sie bei der Großkopfete vorbei und sie winken huldvoll. Herauf und herunter, schwäbisch gesagt, ruf und nah. Diese Schwellköpfe sind ja an sich auch rheinische Angelegenheit. Man kennt die in Mainz, da spielt sie eine ganz wichtige Rolle, aber vereinzelt haben sie sich auch hier im Süden etabliert. Oh ja, man hat es schwer im Leben. So, und diese Masken hier, die beziehen sich auf Torfan- und Abbau oder Torfabbau um Gebratshofen. Das sind die Wasenmoos-Mähnlein. Die Wasenmoos-Männlein-Mähnlein ist ein Männlein. Wenn man hier im Schwäbischen, für unsere Zuschauer im Raum Köln vielleicht als kleine Erklärung, einem Kind die Aufforderung sagt, mal einmal ein Männchen, dann heißt es Molle, Molle, Male. Und was für ein Male, Sonja, hast du dabei? Ich habe den Chef vom Fanfarenzug Leutkirch bei mir. Und gestern und vorgestern und heute Vormittag immer sind mir diese Leutkircher Fanfarenzügler untergekommen. Sag doch mal, ihr seid ja schwer aktiv. Ja, natürlich. Fasnet ist bei uns immer eine sehr Hochzeit, eine sehr hohe Zeit. Und hier im Allgäu ist es unendlich einfach. Sag mal, aber wenn man die ganze Zeit da blasen muss, du hast schon ganz wunde Lippen, kann das sein? Ja, das kommt von der Kälte, weil wir haben hier kein Karneval im Rio und da wäre es natürlich schon etwas anders. Ne? Aber das wäre ja auch mal nett, der Fanfarenzug Leutkirch in Rio, oder? Ja, das wäre nicht schlecht, wir hätten noch einen kleinen Sponsor brauchen. Du, ich sag's dem Präsidiumsmitglied Moser, der hockt da in dem Großkopf in der Häusle. Und vielleicht geht da mal was. Gut, wir wären auf jeden Fall dabei. Mittelalterlich mit Kettenhemd, so wird auf die Pauke gehauen und in die Fanfare gestoßen. Ein unglaublicher Lindwurm, der sich da durch die wunderschön geschmückten Straßen von Leutkirch bewegt. Ja, das ist toll, das ist mit Sicherheit ein Umzug, den Leutkirch in dieser Größe noch gar nie gesehen hat. Da sehen wir jetzt die Amzeller Ramserweible. Amzell liegt bei Wanger im Allgäu und das sind die Ramserweible. Leutkirch und Wanger haben ja immer, wir haben es schon mal angesprochen in der Sendung, ein bisschen miteinander
konkurriert, als 1938 dann Wangen-Kreisstadt geworden ist. Da waren die Leutkircher nicht erfreut drüber. Heute hat sich das Problem beidseitig gelöst. Jetzt kehren beide Städte, Wangen wie Leutkirch, zu Ravensburg. Genau. Das denkt schon ein bisschen nach. Ja. Den allzu viel Umzug ermüdet natürlich zumindest die Kleinen, aber die Große Kleine überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Sonja, du hast klein und groß beieinander, ha? Also in Nonnenhorn gibt es eigentlich eine weibliche Bütteline, also eine weibliche Narrenpolizei. Aber ich habe gerade gehört, die wollte ich nämlich einfangen vom Hermann, dass die krank ist. Ne, na, ja. Grüßen wir sie doch einfach einmal. Ja, das möchte ich also auf jeden Fall auf diesem Weg sehen. Ihre gute Besserung wünsche und hoffentlich sind bald wieder dabei. Garantiert. Und Nonnenhorn ist das Tor zu Bayern. Und jetzt muss ich mich noch kurz wegen was entschuldigen. Das hat nichts mit Nonnenhorn zu tun, euch ein glückseliger Fasnet. Also vorher habe ich ja gesagt, in Biberach sei man protestantisch. Das gibt wieder ganz furchtbar viele E-Mails und Briefe. Also man ist da halbe halbe, natürlich Oberschwabe, da ist man katholisch, gut katholisch, aber halt auch ein bisschen evangelisch. Also die Hälfte so, die Hälfte so, jetzt haben ihr ein bisschen recht und ich auch ein bisschen recht. Und das Schöne ist, in Biberach gibt es eine Simultankirche, die von beiden Konfessionen benutzt wird. Das heißt, dass man hier sieht, die Maske, das sind die Rebläuse aus Nonnenhorn. Die Rebläuse sind ja Schädlinge der Weinreben. Nonnenhorn am Bodensee, auch bekannt für seinen Schäffler-Tanz, der alle 7 Jahre aufgeführt wird, habe ich letztes Jahr auch mal erleben dürfen. Und das sind hier die Traubenhüter, die natürlich aufpassen, dass die Rebläuse diese Reben nicht so arg schädigen. Dieser Schäffler-Tanz von Nonnenhorn ist eigentlich ein Export vom Münchner Schäffler-Tanz, aber hat in Nonnenhorn auch schon große Tradition. Wird nur in großen zeitlichen Abständen aufgeführt. Und in Nonnenhorn wird natürlich auch gefischt oder zumindest dies und jenes an Beute im Netz eingefangen. Ganz genau. Was glaubst du, was für Fisch die gefangen haben? Ein richtig dicker, mein Lederle. Jetzt wieder befreit. Aber das ist eigentlich ganz interessant, da mal in das Netz reinzukommen. Man könnte dir mal fragen, wie es der jungen Dame da geht. Also mir geht es noch ganz gut. So langsam macht meine Stimme den Abgang. Aber Fräulein, junges Fräulein, nicht das Mikrofon ins Gesicht hauen. Junges Fräulein, wie geht's? Oh, sie hängt noch fest. Gut, guck. Dumm gelaufen. Also musst du doch mitlaufen. Nein, guck, sie haken dich aus. Alles in Ordnung? Ja. Na, ist recht. Die großen Fische, die kleinen Fische, die dicken Fische gibt's nicht, aber die Backfische. So ist in Nonnenhorn. Und gerätscht wird. Die Lärminstrumente sind mit der Phase natürlich auch ganz, ganz wichtig. Ja, das mögen die Rebläuse nicht so gern, ne? Darum hauen die dann immer ab. So ist es. Und ich glaube, wir haben wieder eine Frage, Gerd. Jawohl, und zwar aus Rottenburg am Neckar. Wen darf ich denn begrüßen am Telefon? Ja, hallo, das ist der Johannes Kienzle. Der Johannes Kienzle, 24 Jahre alt, ist das richtig? Genau. So, Ihre Frage bitte, lieber Herr Kienzle. Und zwar wollte ich fragen, wieso darf die Hexer in der Schwäbisch-Alemannischen Vereinigung oder auch jetzt so bei der Vereinigung nicht auf die Schnur sinken? Also keine Schuhbänder davor nehmen. Aha, also warum, habe ich es recht verstanden, warum dürfen die Hexe, andere Leute können die Schuhbänder wegnehmen? Genau. Das geben wir mal an Michael Sonja weiter. Nein, das gebe ich jetzt an Sonja direkt weiter. Sonja, du hast es gehört, warum dürfen die Hexe keine Schuhbänder klauen? Ganz einfach, weil ich sonst ganz furig werde. Dann sehe ich ungefähr aus wie das da oben, krieg Hörner und werde furchtbar narrend. Also am Freitagabend wurde mir ein Schuhbändel geklaut und Gott sei Dank hat mir die Hexe die wieder gegeben. Das Problem ist nämlich, ohne Schuhbändel kommt man immer weiter mit dem Schuh. Also von daher ist es wichtig, keine Schuhbändel zu klauen, keine Stiefel zu klauen. Und wenn man was wegnimmt, ob Hex oder andere, auch bitte wieder zurückgeben. Trophäen also sammeln ist nicht so toll. Lieber Herr Kienzle, weil die Sonja, muss man sagen, hat da wirklich einschlägige Erfahrungen. Da ist so ziemlich schon alles geklaut worden an die Füße, was es da zum Klauen gibt. Und es macht dann nachher keine richtige Freude mehr da zum Arbeiten. Jetzt, ich bin ja auch Schuhbändeljagd, aber ich habe die alle schön mein Besen gemacht. Sie? Aha, das heißt, Sie sind auch bei der Phase dabei, Herr Kienzle? Jawohl, ich war
Also ich bin jetzt 2 Jahre der Teufel bei Narrenzunft Sulzau und war zuvor Hex. Teufel bei der Narrenzunft Sulzau und ich, ja. Wo ist Sulzau? Das liegt zwischen Rotterburg und Horb, zwischen da wo der schöne Golfplatz ist. Ah, ja. Im schönen Leckerdal. Okay, und warum sind Sie heute nicht bei der Phase, sondern daheim am Fernseher? Weil ich gerade Grippe habe. Oh, das hört man ein bisschen, den wünschen wir ganz arg. Gute Besserung nach Rottenburg. Und hoffentlich, Herr Ginzel, dass Sie bis zu den Haupttagen von der Phase, natürlich schon noch ein paar Tage hin, dass Sie bis dahin auch wieder hoffentlich gesund sind und selber mitjubeln können. Ich hoffe es auch. Alles klar, danke, dass Sie angerufen haben. Und, wünschen wir Ihnen auch, Herr Ginzel, und gute Besserung. Dankeschön. Es gibt ja auch den schönen Narrenspruch, Narro, Kugelrund, Stadtleit sind wieder alle gesund. So, Sonja. Wir sind auch gesund, Sonja. Ah, kugelrund oder wie? Na, gesund. Also, hier habe ich jetzt eine gesunde und ein bisschen kugelrunde Zunft. Meisterin. Genau, die Mary. In Bergad Reutte kriegt man viel Zunft drauf fürs Geld, aber das ist auch in Ordnung, oder? Ja. Du bist die Präsidentin. Wie viel musst du denn da immer so leisten, dass deine Leute auch auf dich hören? Ach ja, es ist manchmal schon schwierig, weil die wollen natürlich überall nach und überall kann man jetzt sein und dann kann man es auch jedem recht machen. Aber ich denke so, wir finden immer den richtigen Weg, sodass jeder was davon hat und dass alle auch frei an der Phase sind. Und warum wolltest du ausgerechnet Zunfträtin werden? Zunftmeisterin, ja gut, das wird man eigentlich ganz automatisch. Das heißt, ich bin vor 25 Jahren schon Zunftrat gewesen. Dann habe ich 16 Jahre Kasse gemacht und dann bin ich eine Weile im Zunftrat gewesen. Und unser Zunftmeister hat damals aufgehört und nachdem er halt so lange Erfahrung mit der Fasnet hat, hat man einfach gesagt, du musst das jetzt machen. Und sie macht es sicher super gut. Ja. Und das mit dem Kugelrund war bloß ein Witzle. Das ist nicht so. Wir haben auch noch ein paar Fragen zu beantworten. Und zwar vom Willi Bosch aus Bad Waldsee. Die gebe ich direkt an den Moser weiter, an den Michael Weinmann. Ist ein Ringtreffen größer als ein normales Narrentreffen? Und was ist denn der Unterschied, Michael? Ein Unterschied gibt es an und für sich in dem Sinn nicht. Narrentreffen ist vielleicht für die Leute etwas einfacher verständlich. Ringtreffen hat man bloß bei uns diesen Begriff so geschaffen, weil wir Narrenring sind. Und Ringtreffen bzw. Narrentreffen besagt eben, dass sich da alle Zünfte eines Verbandes treffen. Muss man bei eurem Ringtreffen mitmachen? Ist das daher Pflicht für alle? Das möchte übrigens der Herr Strohmeier, der Manfred Strohmeier aus Villingen wissen. Also für unsere Zünfte ist es Pflicht, dass jede an diesem Ringtreffen teilzunehmen hat. Und das gibt es wie oft? Das Ringtreffen gibt es alle 4 bis 5 Jahre. Wir haben deshalb diese Möglichkeit noch eingeschlossen, weil es mal eine kürzere Phase gibt oder mal eine längere, dass man da eventuell tauschen kann. Okay. Dem Herrn Bosch und dem Herrn Strohmeier kann man sagen, es gibt natürlich unterschiedliche Begrifflichkeiten. Also das Ringtreffen ist quasi euers, was alle 4 bis 5 Jahre stattfindet. Bei der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte Werner ist das große Narrentreffen. So ist es. Alle 4 Jahre. Das war in Singen und ist in 2 Jahren in Bad Waldsee. Genau. Es gibt dann auch noch wieder bei dem Verband der Oberrheinischen, da ist der Narrentag, der alle 4 Jahre stattfindet. Also so hat jeder Verband seine eigenen Begriffe. Und vielleicht noch die letzte Frage, Moser. Was macht denn so ein Verband eigentlich? Also was tut er für seine Narrenzünfte? Ja gut, es hat zum einen mal versicherungstechnische Gründe. Man gibt auch dann Seminare, wo man... Ein Seminar, Seminar kriegt die Sonja auch gerade. Sonja ist in Hagenau, gell? Ich bin in Hagenau und ich bin bei meinem Ersatzkind. Ich habe ja kein eigenes, aber ich habe 4 Patenkinder und 2 Zuglaufende. Und sie gehört dazu. Ja. Und das ist meine Julika. Und wir haben schon viel Freude miteinander gehabt. Und gerade haben wir uns begrüßt, wie sich wirklich nur liebe Freunde und fast schon Familienmitglieder begrüßen. Geht's dir gut? Ja, klar. Und jetzt hier, du hast ja so kaum ein Strumpfhösli an, sag mal, Kind. Ist dir das nicht ein bisschen kalt? Doch, mir ist kalt. Ja, auf gut Deutsch arschkalt. Arschkalt, richtig. Siehst du, jetzt freut sich der Papa. Aber. Ja, das darf man in dem Fall, in der Phase darf man das sagen. Besorgte Mütter fragen sowas. Deswegen musste ich das jetzt loswerden. Kind, mach's gut. Bis bald. Ja, sehen wir uns noch. Wahre, fastnächtliche Liebe. Jetzt haben wir den Moser unterbrochen. Nochmal ganz kurz, vielleicht knapp. Jetzt haben wir fast, zu was braucht es einen Verband für die vielen Narrensümpfe? Zu was ist der da? Was macht ihr? Ja gut, einfach die Zünfte zu verbinden, dass man auch bestimmte Beschlüsse fassen kann, bestimmte Regularien, die man einhält, was das Brauchtum anbelangt. Hat ja jeder Verband hat seine eigenen Regularien und Richtlinien.
die wir dann festlegen. Es hängt auch mit der Versicherung zusammen, dass man da einheitliche Geschichten treffen kann oder Bestimmungen bei Umzügen. Also einfach auch so organisatorische Sachen. Einfach organisatorisch. Und jetzt haben wir noch eine inhaltliche Frage. Ja. Werner vom Schill Meb oder Schill Mebes aus Freiburg. Und zwar möchte er was wissen zum Ausdruck Butze oder Putzen, der Ausdruck für Maske und Larve. Ob denn dieser Ausspruch, den kann ich nicht verputzen, mit dem Begriff der Larve was zu tun hat? Also man kann sich zu hundertprozentig sagen, aber es könnte in die Richtung gehen. Also sich verputzen heißt ja sich verkleiden, sich aufputzen und einen Putz anlegen, wo man einen nicht kennt. Und eventuell ist das, ich kann ihn nicht verputzen, irgendwo auch im Zusammenhang damit. So ganz hundertprozentig geklärt ist es nicht, aber es könnte zumindest sein. Aber ich habe natürlich auch gehört, lieber Schilmöbes, dass Sie einen Roman auf Lager haben. Einen Roman, der vielleicht noch in der Öffentlichkeit von sich reden macht, in dem, so viel habe ich schon Leute höre, offensichtlich auch der SWR vorkommt, in dem Narrentreffen vorkommen und in dem sogar einzelne Protagonisten auch von Übertragungen von Fasnachtsumzügen eine Rolle spielen. Ich bin sehr gespannt. Ja, er meint natürlich sich und die Sonja. Wir haben was Leuten hören, dass die Sonja und der Werner in diesem Roman, also vorkommen, eine Rolle spielen. Wie gesagt, das sind wir gespannt. Herzlichen Dank auch für das E-Mail an den Herrn Mebes in Freiburg. Ja, liebe Zuschauer, ganz arg viele Anrufe und E-Mails sind gekommen, aber unser Telefon und unser E-Mail-Briefkasten ist nach wie vor geschaltet und wir dürfen Sie auffordern, fragen Sie uns, schicken Sie uns E-Mails und was wir heute nicht schaffen, beantworten wir in 14 Tagen in Meßkirch. Und hier ist schon mal die Nummer, wenn Sie uns anrufen möchten, 0185 929 507, unser närrisches Telefon oder unser närrisches E-Mail, narrentreffen@swr.de, narrentreffen@swr.de. Wir freuen uns auch noch in der nächsten Viertelstunde, solange haben wir noch Sendezeit, auf Ihre Fragen jedweder Art. So, Moser, wo sind wir denn gerade? Ja, wir sind momentan gerade zwischen Wurzach, Bad Wurzach und Ochsenhausen. Da liegt nämlich Ellwangen. Es gibt zwei Ellwangen in Südwestdeutschland und das ist das südlichere Ellwangen. Das ist das südlichere, ja. Genau. Das sind hier die Kräuterweible aus Ellwangen. Und zu der Zunft gehören auch die Barwaldborle, die Bannwaldborle dazu. Borle sind ja so grießcremige Kauze, die also auch verwunschen und in den Wald geschickt worden sind. Barwald, Bannwald, einer der schwierigen schwäbischen Nasale. Und dass er mit Wald zu tun hat, das kann man sehr schön sehen. Wieder die Blätterimitation am Häs. Und Leute, harret aus und werden sicherlich noch weit jenseits unserer Sendezeit ausharren, denn wir sind jetzt bei der Gruppe 50. Und es fehlen uns noch gut und gern 30. Das heißt also, eine vage Vorstellung davon können Sie sich jetzt machen, welche Fülle, welcher Massenauflauf an Narren hier in Leutkirch ist. Diese kleine, schöne, aber feine Stadt hat sie alle freundlich aufgenommen, aber sie ist ein riesiges logistisches Unterfangen. Es klappt wunderbar, wenn wir auch bei unserer Übertragung wahrscheinlich nicht bis zum Schluss mit dabei sein können. Und die Narren rufen natürlich den Zuschauern auch immer ihre Narrenrufe zu. Ich selber bin ja immer eher für den Begriff Narrenruf, auch wenn manche Leute immer Schlachtruf sagen. Aber ich sage, hier wird niemand geschlachtet und wir schlagen keine Schlacht, sondern es ist ein Narrentreffen und da kommt es zum Narrenruf. Das ist nicht sehr aggressiv und jetzt sind wir in Dornstadt. In Dornstadt bei Ulm, ja, das sind die Dorerweible. Dorer, Schwäbisch sind Dornen. Sind Dornen, ganz einfach. Wir sind wirklich auffällig viele hübsche Mädler, die unter diesem Dorerweibehäs stecken. Auch die Zunftmeisterin, die Marita, die übrigens hier in Leutkirch geboren ist. Das ist immer ein ganz besonderes Erlebnis abends, wenn man dann so ein bisschen guckt und wenn die ihre Larve abgelegt haben, aber noch im Häs sind, dann staunt man erst einmal, wer da alles drunter steckt und die meisten hätten es nicht nötig, sich zu verlarven. Ganz im Gegenteil, da versäumt man einiges. Das ist richtig. Und die Sonja, die operiert wieder mit Schildern. Zwei gelehrige Schüler hat sie da schon.
Das ist nicht operieren, das ist animieren, mein Animierer. Lieber. Das ist ein Unterschied. Genau. Die Operateure, die haben vorher Musik gemacht. Jetzt machen wir hier nochmal eine kleine Lehrstunde. Mal sehen, ob die Nein, Zuschauer das alles wissen. Nein, er kommt wir wieder. Sind in Immenstadt. Ja. Die Kleinen, die können das noch nicht lesen, Werner. Das solltest du wissen. Deine Tochter ist erst 5. Du musst es so sagen. Also, guck dir mal. Ihr Ältere, ich sag schon, ihr Alte, wie heißt es? Ah, wunderbar, die sind gelehrig. Jetzt probieren wir das noch einmal. Meinst du kannst es auch? Nari, Naro. Und jetzt ganz laut. Nari, Naro. Ja, super, du bist ja ganz klasse. Jetzt probieren wir das noch mal mit. Horik, Horik. Ah, wunderbar, das machen wir noch einmal. Also komm hoch, komm, Andreas. Feine Strecke, mein Kameramann, der macht jetzt langsam auch schlapp, so wie ich. Horik, Horik. Richtig ganz. Horik, Horik. Horik, Horik! Ich bin entzückt, wunderbar! Die Hohe Schule der närrischen Kommunikation, die Narrenakademie für Groß und Klein. Sonja macht's möglich. Tja, das ist nur der Maskemeister, dem hier sieht eine Einzelmaske. Der Dora Weibel aus Dornstadt, der mir die Weibler zur Phasenzeit aus dem Dornendickicht befreit. Ja, die gehört schon zu einer der ältesten Zünfte im Bodenseegebiet. Das sind nämlich die Hennerschlitter aus Immenstadt. Und dazu muss man sagen, dass Immenstadt eine Fastnachtstradition hat, die ganz beeindruckend ist, vor allem auch im 19. Jahrhundert. Da hat sie vor allem auch eine sehr nachhaltige politische Dimension gehabt, weil nämlich ein Fastnachtsspiel, das in Immenstadt aufgeführt worden ist, zu einem Eklat geführt hat. Und der führt hinein mitten in die Kreise der badischen Revolutionäre um Hecker und Struve und der Inszenator dieses Fastnachtsspiels ist sogar später nach Amerika ausgewandert. Also eine Fastnachtstradition, wo man auch den Freiheitsgeist und manchmal auch das Unbequeme der Narren sehr schön sehen kann. Das ist in Immenstadt ein ganz besonderer Teil der kommunalen Geschichte. Und legendär in Immenstadt ist auch die Hennesuppe. Ja, unbedingt. Unbedingt. Es dreht sich wieder ums liebe Federvieh. Genau. Die Hennestader, die mussten ja früher immer diesen Zehnten abgeben und haben dann die Henne immer über den zugefrorenen See mitgenommen, in ihrem Henneschlitter. Und dann war es einmal so kalt, dass denen die Henne davor sind. Einfach. Da gab es dann tiefgefrorene Henne, haben sie dann drüber abgegeben als Zehnten. Es hat ja immer wieder diese Seegefrorenen gegeben, wo der ganze Bodensee zugefroren war. So heute wird es immer seltener geben, weil natürlich auch die Klimaerwärmung eine Rolle spielt, vor allem dort, wo der See sehr tief ist. Da ist das eine schwierige Geschichte, aber der Gnadensee, der friert dann und wann noch zu und wieder eine Hexenpyramide. Schau, gewaltig die Pyramide. Fasnet hat viele, viele Gesichter und die Kreativität kennt keine Grenzen. Und der Gerd hat, glaube ich, noch eine Frage. Jawohl, und zwar von der Uschi Butzer aus Niederhofen bei Ehingen. Ja, die kann ich jetzt an den Moos oder auch an den Werner, der hat ja auch Hästräger, richten. Muss man den Häs nach jedem Umzug wäschen oder erst nach der Fasnet? Moser, wie machst du es? Ja gut, ich meine, das kommt immer darauf an, wie man tut nach dem Namen. Manche, die liegen halt bei jeder Gelegenheit in der Drecknähe. Gut, gerade wenn es nass ist und regnet, dann sollte man natürlich das Häs schon mal zwischendurch wäschen und lüften. Das kann also sicherlich nicht schaden. Werner, kann man denn das so problemlos überhaupt waschen? Also ich meine, so bemaltes Weißnarrenhäs eher schwierig mit waschen. Das ist nicht ganz so einfach. Also bei ganz wertvollen Weißnarrenhäsern ist es manchmal so, dass man sage und schreibe da ein Zahnbürstle braucht und da ganz arg aufpassen muss, dass nichts passiert. Also, liebe Frau Butzer aus Niederhofen bei Ehingen, ist eine kleine Wissenschaft. Je nach dem Wert eines Häses, nein in die Maschine oder vorsichtig nach der Fasnet. Fasnet ist eine Wissenschaft für sich. Da wird auch wieder jemand verbudelt, die verbudelt sich gegenseitig, die Hexe.
So, meine Lieben, jetzt möchte ich euch doch auch nochmal prüfen, nachdem jetzt wirklich das Publikum so super war auf der Straße. Wie heißt es hier? Horig, Horig. Ich stehe Katz. Horig, Horig. Ich stehe Katz. Horig, Horig. Ich stehe Katz. Und was? Es gibt noch was Kleingedrucktes. Fertig, fertig. Ich stehe Sonja. Das habe ich da oben drüber geschrieben. Jetzt reicht's. Dreiviertel Stunden Umzug. Aber es war wunderschön. Es hat Spaß gemacht. Du, der alemannische Narrenring, der macht richtig Spaß. Wunderschön. Vielen herzlichen Dank, lieber Moser. Doch, gerne geschehen. Hat mir riesig Spaß gemacht mit euch zusammen. Hat auch mit dir riesig Spaß gemacht. Danke. Sonja, mit dir. Du hast am meisten geschafft heute. Ja, allerdings. Eine Frage noch, lieber Moser. In 4 oder 5 Jahren wieder, ich glaube, ich bin mir fast sicher, dass wir wiederkommen. Weißt du schon, wo es ist? Nein, das wissen wir noch nicht. Das wird auf einem Konvent in, schätze ich mal, 2 Jahren vergeben. Alles klar. Du denkst dran, ich bin dann 45 und jetzt wünschen wir alle miteinander. Das, was wir immer wünschen, nämlich eine glückselige Fasnacht. Machen Sie es gut. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Ade. Ade. Tschüss, ade. Willkommen beim Narrentag in Überlingen. Hier trifft sich dieses Jahr der Viererbund, Zünfte aus Elzach, Oberndorf, Rottweil und Überlingen. Sie gehören zu den schönsten und ältesten Narren der schwäbisch-alemannischen Fasnacht. Von den Höhepunkten des Narrentreffens berichtet der Treffpunkt, heute um 18.45 Uhr. Bei der Nummer bleibt kein Auge trocken. Jokus!